Hi ho Leute und willkommen zurück bei Minecraft. Letztes Mal haben wir ja die Bambusfarm fertig gebaut und jetzt kümmern wir uns da mal um die Verkabelung. Habe ich mir nämlich ein bisschen was überlegt. Und zwar werden wir uns hier hinten einen zentralen Kondenser platzieren, auf den ich damit abziele. So. Und hier werden wir jetzt mal direkt mit einer Distribution. Obwohl, brauche ich das hier? Ich habe ja auch hier noch die Möglichkeit. Ja, dann machen wir das ein bisschen weiter hier. So. Kommt da noch eine Truhe hin? Ich überlege gerade welche, aber ich glaube, wir gönnen uns dafür doch schon mal eine Diamanttruhe. So. Und wahrscheinlich werde ich noch ein paar Stonepipes brauchen, oder? Cobblestone habe ich noch ein paar. Aber insgesamt nicht so viele. Vielleicht reicht es für das Verkabeln noch. Und zwar nehmen wir einfach mal die ersten davon und leiten die hier runter. Sollen welche hingehen. Und hier wird es dann weitergehen. Da nehmen wir dann einfach die anderen, damit wir da ein bisschen weiterkommen. So, die kommen dann da rein. Denn jetzt, ich möchte natürlich hinter Bambus überhaben, aber ich will keine unendliche Masse an Bambus haben, sondern möchte natürlich auch noch auf lange Sicht immer wieder Diamanten produzieren. Deswegen nehmen wir hier jetzt eine Distribution Pipe rein. Es geht um Grün und um Weiß. Das heißt, die Grün und Weiß lassen wir jeweils auf 1 drin. Das heißt, immer abwechselnd geht einer nach oben und einer nach hinten raus. Das muss ich nur wieder hochfinden. Ich weiß nicht, ob ich mein Loch in der Wand hier noch drin habe. Wahrscheinlich eher nicht, aber können wir wieder aufmachen. Einmal durchgehen. Und ab dafür so. Hier in den kommt jetzt noch ein Diamant oben rein, damit das, was da ankommt, auch wirklich genutzt wird. Und den lasse ich jetzt erstmal noch aus, bis hier der Bambus komplett gewachsen ist. Wir haben letztes Mal gesehen, dass es funktioniert, aber es dauert mir insgesamt sonst zu lange. Beziehungsweise es verbraucht da zu viel Energie, weil noch nichts los ist. Bambus selbst können wir mal da rein tun, von den ganzen Seeds. Und sowas können wir erstmal was da rein tun. Davon eigentlich auch. Und den hole ich mir eben nochmal ran. Kann ich nämlich hinstellen und die Stiefel erstmal wieder drin lassen. So. Was Wichtiges noch? Ne, ich glaube nicht. Dann stellen wir uns jetzt mal hin und werden wahrscheinlich ein paar Mal schlafen, damit wir die Melone fertig bekommen und dann noch ein paar mehr Mel. Wobei die erste reicht ja schon zum Kondensen erstmal aus. Hier sieht es gut aus. Ich wollte jetzt mal schauen, wie viel er hier gerade noch drin hat. 5 Stück. Tue ich einfach mal per Hand noch ein paar hinterher, dass er nicht komplett leer geht. Und ein bisschen Malch hatte ich hier doch auch noch. Genau. Mulch. So. Dann kann er hier noch weiter produzieren. Übrigens habe ich da unten auch noch eine Obsidian-Pipe drin, die runterfallende abfängt, falls da zu viele hinkommen. Ja, und hier sieht man halt den Zirkel, der sich hin und her drehen. Wenn ich jetzt noch eine Goldpipe reinbauen würde, wäre es richtig lustig. Dann wäre es Win, 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 Win. Und hier baut unser Quarry immer noch. Ich würde ja gerne mal wissen, wie weit unten wir da jetzt unten sind, aber ich habe die Befürchtung, wenn ich da jetzt runtertauche, komme ich nicht wieder lebend hoch. Und will das deswegen lieber nicht riskieren. Hier könnte ich jetzt noch mehr mitnehmen, oder muss ich erstmal drüben ein bisschen was verarbeiten? Deswegen werden wir jetzt mal wieder zu unserem Bettchen hopseln. Vorher vielleicht nochmal Richtung Melone ungefähr gucken. Aber ich befürchte, die wird eh noch nicht weit sein. Wenn die Pflanze überhaupt schon gewachsen ist. Sieht eher schlecht aus, warum auch immer. So, Licht hast du jetzt auf jeden Fall genug. Dreck kann ich da noch wegnehmen. Wir müssen uns wahrscheinlich einfach nur gedulden. Melonen sind ja eher langsam. Und werden deswegen jetzt einfach mal ein paar Mal schlafen. Das mache ich aber wie immer, ja, eben mit einer kurzen Pause, damit ihr euch da nicht die ganze Zeit mehr zugucken müsst. Beziehungsweise mir dabei nicht zugucken müsst. Also, kleinen Moment. Bis gleich. So, ich habe jetzt 2 Nächte ungefähr durchgeschlafen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie es mittlerweile um die Melone steht. Eigentlich müsste die jetzt ja fertig sein. Eigentlich ist das immer so eine Sache, wie gut das funktioniert. Super, die ist noch gar nicht gewachsen. Das finde ich jetzt ja doch ein bisschen scheiße. Wollen wir mal schauen, ob ich nicht vielleicht irgendwo noch einen Knochen habe, um mir ein bisschen Knochenmehl zu machen, um zumindest das Wachsen anzuheizen.
Weil eigentlich müsste die ja von alleine wachsen. Aber vielleicht klappt es ja, dass wenn ich die wachsen lasse, dass dann wir da Knochen, wieder was weiterbekommen. Habe ich noch einen Knochen, ist die Frage. Sieht eher schlecht aus, ne? Super. Dann werde ich mich wohl mal hinstellen und jetzt einfach mal auf Knochensuche gehen müssen. Denn ohne Melone ist das Problem. Kommen wir hier nicht weiter, also damit nicht weiter. Ich kann mich zwar anstatt andere Sachen machen, aber den Teil kann ich ohne nicht weitermachen. Was natürlich ein bisschen doof ist. So, lassen wir hier schon mal währenddessen weiterlaufen. Und packen hier schon mal ein bisschen was in unsere Tasche wieder. Ich packe die auch einfach mal hier mit rein. So. Die anderen Beutel nehme ich jetzt mal einfach weiter mit. Das ist ja nicht so wild. Ich möchte jetzt gerne mal hier hoch. Richtung der freien Fläche. Und dann mal Monster anmachen und mal sehen, was so kommt. Das machen die komische Geräusche. So, jetzt müsste hier gleich was auftauchen. Wir haben ja mitten in der Nacht, glaube ich. Ja. Ich habe passenderweise bis abends geschlafen. Du bist nur ein Zombie, du hilfst mir also noch nicht. Ja, wenigstens Dinge mit. Zombie mit Gehen ist prinzipiell auch gut, denn die werde ich ja auch wieder brauchen. Ach, hier habe ich ja noch die Seelendinger drauf. Auf jeden Fall haben wir noch das Killerschwert. Was so unheimlich effektiv war. Haben wir hinbekommen, sehr gut. Das werde ich ja noch mehr brauchen wieder, weil ich muss ja alles wieder neu erforschen, habe ich festgestellt. Ich weiß immer noch nicht genau, woran das jetzt lag, dass mir das rausgenommen wurde, aber es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass ich mir jetzt hinstelle, dass alles neu forschen muss. Weil, ist ja doch Aufwand. Aber können wir dann ja zusammen machen, wenn ich wieder drüben bin. Ich hätte jetzt gern ein paar Skelette, sag mal. Ich finde Zombies und Creeper in Massen, aber keine Skelette. Oh, jetzt räumt da einer auf. Hoffentlich mache ich meine schönen Gehirne kaputt. Das nehmen wir einfach mal mit. Da ist eine Spinne. Ich prügel mich jetzt einfach mal eine Zeit lang durch. Ja, ich kann mit der Wüste übergehen. Das ist gar keine so doofe Idee, weil da sieht man die Gegner leichter. Da ist ein Skelett. Sehr schön. Und reichlich Knochen bekommen, dank dem mehr Loot. Herr Creeper, du gehst da gerade unter und ich hier auch fast. Da muss man doch nur wissen, wo und wie man wieder raus kann. So, wir haben Knochen. Ja, dann mache ich wieder auf Peaceful einfach, weil ich nicht will, dass in meinem Gebäudebereich da aus Versehen Creeper auf mir losgeht, denn die habe ich noch nicht so weit ausgebaut, dass das Ganze sicher ist. Das heißt, das wäre ein bisschen ärgerlich. Das wäre doch ziemlich ärgerlich, wenn es auf einmal Boom macht und meine Forestry-Maschinen weg sind oder so. Das muss ja nicht sein. Ich glaube, ich kann am besten hier rumgehen. Und dann da vorne über den kleinen Durchgang wieder hoch. So, jetzt habe ich ganz verpennt nebenbei, was ich machen wollte, weil ich schon wieder halb abwesend am Schlafen war, warum auch immer. So, dann bringen wir jetzt die Pflanze dazu zu wachsen. So, und jetzt sollte sie in der Lage sein, drumherum Melonen zu wachsen. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal hinstellen und nochmal eine kleine Pause machen. Beziehungsweise Pause ist relativ wichtig, ich werde einfach nochmal ein bisschen schlafen, nur davon, dass da eine Melone da ist. Also nochmal einen kleinen Moment, Leute. So, wir haben den nächsten Abend, nicht morgen Abend ist es, denn ich habe den Tag über durchgeschlafen, damit die Pflanze wächst. Beziehungsweise die Pflanze ist gewachsen, die Melone wächst so rum.
Dann hoffen wir doch jetzt einfach mal. Ja, wir haben eine Melone. Sehr gut. Ich lasse das Pflänzchen hier einfach mal stehen. Dann haben wir vielleicht einfach noch mehr Melonen dadurch. Aber vor allem brauche ich jetzt dafür den Kondenser wieder. Wenn es ein bisschen doof ist, dass ich dafür immer noch rüberlaufen muss. Aber ich will jetzt nicht warten, noch dreimal schlafen, dabei ausmachen und dann weitermachen, bis ich in der Lage bin, mir per... bis ich selber genug habe dafür. Ich kann währenddessen mal hier wieder anmachen. Na. Und hier ist ja schon wieder fast alles dunkel. Das heißt, da passiert jetzt wieder was. So. Wollen wir mal. Wir hatten hier ja schon Zeug reingetan. Hat sogar schon Diamant gegeben. Jetzt machen wir, wenn wir mal Melonen haben. So. Und laden hier ganz viel Zeug ab. Und machen dann wieder den Diamanten daraus. So. Nehmen dann mal eben den hier. Da packen wir das mal mit rein. Und gehen dann mal wieder zu unserer Verarbeitungsstelle. So. Ich kann mal gucken, währenddessen, wie viel ist hier schon wieder. 14 Stück kann man dann währenddessen auch mal wieder mitnehmen. Und da weiter produziert wird. Dass wir auch weiter die Bitumius Fuel bekommen. Bitumius, wie auch immer. So. Was wir jetzt brauchen, ist das ganze Melonen. So, ich glaube, einfach mal 4 Stück dürften reichen. Außerdem brauche ich noch deutlich Melonensamen. Deswegen machen wir uns die direkt mal daraus. Holen uns die Pumpkins zurück. Und gucken mal, wir haben ja eine Farm. Da packen wir uns mal Glas drumherum. Und Pumpkins mit rein und Melons. Und jetzt muss ich mal sehen, wie die liegen müssen. Wenn auf jeden Fall so. Oder genau andersrum, das kann auch sein. Nein. Das geht so nicht. Ist ja uncool. Und da ging das nur mit dem Logger. Ja, damit geht's. Das haben wir. Hier haben wir schon mal den Pumpkin Harvester. Der müsste für Pumpkin und für Melonen gehen. Und wegen der Farm muss ich doch nochmal kurz nachgucken. Also, kleinen Moment. Jo, Leute, da sind wir wieder. Ich habe nochmal nachgeguckt, so soll das Ganze gehen. Tut es aber nicht. Und eine Study-Maschine reinzutun hilft mir auch nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie das geht. Und werde das für jetzt einfach mal lassen. Denn wir haben ja immer noch die normalen Seeds. Das heißt, eigentlich müsste man das auch selber hinbekommen, die Dinger zu platzieren. Und dann abzufarmen, dürfte ja eigentlich genauso ausgehen wie bei dem anderen auch, rein theoretisch gesehen. Außerdem wollte ich mir noch Pipes machen und ich brauche dafür natürlich auch wieder Dirt. Jetzt muss ich mir schauen, ob ich hier noch, ja, ich habe noch Clearstone, sehr gut, dann kann ich mir noch wieder Stone Pipes machen. Und dann, ja, werde ich wahrscheinlich, wenn die Wiki wieder online ist, mal schauen, weil bisher kommt es dann momentan immer nur, wenn ich gucke, Page Not Found. Was natürlich ein bisschen scheiße ist, weil das der zuverlässigste Weg ist, die Rezepte zu bekommen. So, ihr wandert alle mal wieder raus. So. Schön viele, dann haben wir erstmal wieder auf Vorrat. Ach, wir hatten da noch welche, upsala. Dann kann ich das auch hier lassen. Und Glas habe ich zur Not da noch welche für die nächsten Bausachen. Dann werden wir nämlich jetzt den nächsten Bereich dort für Melonen vorbereiten. Das heißt, wir können sie erstmal wieder hinstellen und können ein bisschen auskleiden. Schon mal. Eine Reihe. Schon mal. Sehr gut. Ja, ist natürlich jetzt wenig schon. Ah, ich sehe gerade, unser Bambus ist fertig. Das heißt, ich kann hier mal die Engine anschmeißen. Und dann müsste es jetzt gleich flott machen und immer wieder ein neues hier auftauchen. 25 haben wir da gerade. Die Frage ist, wo er anfängt.
bisher noch gar nicht. Aha. Aber jetzt hat er sich hier auf jeden Fall. Ha, da hat es funktioniert. Jetzt hat er irgendwo angefangen. Wahrscheinlich hier in der Ecke. Ja, da fängt er nämlich eigentlich immer an. Das ist noch da. Ich kann weiter Dreck aufbauen. So. Probieren wir das einfach mal. Rein technisch gesehen müsste es jetzt ja funktionieren, wenn wir uns hinstellen und anderen Seed schon mal reintun. Hier in der Mitte die Samen machen. Ich werde mich dann aber auch hinstellen, zwischendurch ein bisschen Wasser platzieren, damit das befeuchtet wird. Denke ich mal. Weil alles andere macht wenig. Also ich könnte es natürlich auch ohne Wasser betreiben, aber ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Also stellen wir uns mal hin. Ja, das geht nämlich schon wieder ein. Machen hier Wasser hin. Muss ich mir immer von hier holen, aber ist ja egal. Müssen wir ein paar Mal laufen. Das ging 3 oder 4 weit. Das heißt, wie viel sind das hier? 1, 2, 3. Hier ist der mittigste. Das heißt, da tun wir noch was, denn dann immer in den Ecken. Das ist jetzt natürlich wenig spannend. Ah, komm her. Bist du schon einmal abgearbeitet? Nee, du arbeitest noch daran. Aber hier sind schon welche angekommen. Es wäre natürlich an sich auch praktisch gewesen, da einen Schleunigungspipeline zu machen. Aber naja, was soll's. So. Hier kann ich nochmal nachfüllen, während wir gerade vorbeigehen. Da möchte ich mir nämlich hinterher richtig viel Gummi mit rübernehmen, denn das werden wir sicherlich irgendwo für nochmal brauchen können. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ist das hier überhaupt. Der ist mittig, genau. Es muss ja einen mittigen geben. Rein logisch betrachtet, wenn es auch einen mittigen Punkt gibt, in dem ich die Engine platzieren kann, muss es auch an der Kante immer einen mittleren Punkt geben. Und hier sieht man schon, kommt auch langsam was rein da unten. Dann kriegen wir dadurch nämlich auch nochmal Diamanten. Gut, nicht so schnell wie im Quarry, aber das ist ja egal. Trotzdem lohnt es sich eigentlich, weil sonst habe ich immer das Problem, wenn ich das hier einfach mal alles anlasse über Nacht oder so nebenbei, dass ich mich dann hinterher hinstelle und die komplette Truhe voll habe. Man kann sich auch hinstellen, kann das Ding mit 5 Redstone-Engines betreiben. Das ist nicht so optimal wie Bitmus-Zeugs, aber ließe sich halt auch machen, wenn man sich sagt, ich will das auf Dauerbetrieb haben, ist das ja nun mal die beste Möglichkeit. Dann könnte man sich halt einfach hinstellen und sagen, so rundherum Engines und auf einer Seite der Ausgang. Und dann habe ich da einen wohl funktionierenden Lauf. Aber ich finde es so cooler, denn dafür habe ich mir das ja extra gemacht, die Instant Feed Engines und die Feed Kohle, dass ich das dann dafür auch nutzen kann. Er arbeitet immer noch. Sehr schön. Mir fällt gerade mal was anderes ein. Ich kenne mich hier nicht mal. Welches war denn hier der Tree Tapper? Weil das funktioniert nicht, wenn ich jetzt sage, ich lasse die hier alle automatisch Tree Tappen, weil ich immer noch das Gerät zum Einsammeln noch anhaben muss. Schade. Das bekomme ich so nicht hin, wie ich mir das zwischendurch nochmal durch den Kopf ging, dass ich einfach nur den anhabe, aber dann muss ich auch das Gerät anmachen, dass die Sachen alle abbaut. So. Jetzt sollte das hier alles mit Wasser versorgt sein. Und deswegen stellen wir uns hin und packen hier jetzt Melonensamen drauf. Denn das müsste ja eigentlich funktionieren. Ich überlege mich gerade auch, wofür ich eine Melonenfarm eigentlich bräuchte. Als Hilfe dabei, weil so reicht das ja eigentlich. Wir können es jetzt mal hinstellen, können hier uns aus dem anderen nochmal Knochen rausholen. Und in irgendeiner Truhe, die wichtig ist. Habe ich noch eine Truhe, die wichtig ist? Ja, da vorne. Dann lagern wir mal den Rest davon. Nicht, dass wir da irgendwann ausgehen. Du kannst wieder da rein. Du kannst schon mal wieder zur Seite. Und das gibt uns gut was an Knochen.
den stellen wir jetzt hin, machen daraus Bone Meal und können dann unsere Melonen schon mal wachsen lassen. Die müssten dann ja tendenziell, die ist sogar von alleine gewachsen, schon ein Stück. Warum auch immer das bei der anderen Kleinen da hinten nicht funktioniert hatte. Da wächst sogar schon die erste Melone. Das ist natürlich gut, weil das heißt, wir können gleich schon sehen, ob es funktioniert. Wenn ich es dann irgendwann aufgebaut habe, nachdem ich hier so diese einzelne kleine Melone treffen muss. Ey, klar. So. Dich brauchen wir wieder. Ziemlich mittig, ja. Da ist okay. Wir brauchen hier wieder einen Eingang nach unten. Und machen uns auch hier wieder eine Truhe hin. Brauchen dafür also... Davon werden wir eine brauchen, wir werden davon eine brauchen. Stonepipes haben wir ja gerade noch. Wir brauchen dich brauchen und einen Schalter. Und eine Chest. Einen Kondenser haben wir jetzt ja schon, sehr gut. So, platzieren wir den erstmal hier dahinter. Und gehen dann auf die Pipes, denn... Ups, der ist nicht richtig. Na. Und jetzt werden wir da nämlich die... Iron Pipe brauchen. Richtet sich sogar praktischweise passend aus. Damit stellen wir dann sicher, dass halt die Sachen, die aus verschiedenen Richtungen kommen, auch alle da reingehen und nicht irgendwo anders hingescheucht werden. Und hier machen wir es wieder so, dass weiß, diesmal weiß und gelb eine bekommen, sodass es hier halt immer hin, ausgeglichen hin und her geht. Können wir hier noch wieder rausgehen. Hat das hier unten sogar eine Verwendung? Ich war mir da lange Zeit nicht sicher, ob ich das wirklich jemals brauchen werde. So, da rennt eine Ratte rum. Oder eine Maus. Die räumen wir mal ab. So, das kann erstmal damit rein. Genauso wieder überzählige Dirt und die Pipes können erstmal damit rein. So, jetzt haben wir hier schon mal reichlich Melonen pflanzen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen was zum Antreiben. Ach ja, ich habe ich auch noch an. Das mache ich mal wieder aus. Wie sieht es bei dir aus? Du hast noch, hast du ein bisschen was drin, aber da kann ich, während ich hier bin, gerade mal schon mal nachfüllen. Und den Dirt könnten wir eigentlich da so lange drin lassen. Könnte ich hier noch was von mitnehmen? Ich nehme diesmal nicht ganz so viel mit und schauen mal gerade, wie das hier ist. Da fehlt mir gerade die Asche. Die sollte sich aber eigentlich noch recht leicht bekommen lassen, wenn man einfach mal einmal hier sammeln geht. Dann dürfte ich da wieder einige haben. Denn wir haben hier überall Engines, die Peat verbrauchen. Oh nein, nicht angehen. Aus. Mann. Da drüben ist auch noch eine. Und stimmt, für den hatte ich mir auch eine Peat Engine gegönnt. Mache ich ja eigentlich meistens beim Carpenter. Dass es ein bisschen schneller geht. So. Dann können wir hier direkt wieder drauf tun. Und dann baut er mir die nämlich auch wieder ab. Währenddessen haben wir hier einen vollen Stack fertig. Machen den dann schon mal wieder aus. Packen den dann noch mit rein. Er macht jetzt eh immer noch ein paar fertig mit der Energie, die dann wieder über ist. Wie auch immer genau das funktioniert, aber es klappt ganz gut. So. Dann wollen wir mal unsere Melonenbetriebe hier aktivieren. Und mal schauen, ob er das jetzt abbaut. Es ist ja offiziell ein Pumpkin Harvester. Ja, da sieht man es. Die ersten Melonen kommen raus. Sehr schön. Und da verschwinden die ersten Melonen. Noch viel besser. Das klappt sogar besser als die automatische Melonenfarm mit Pistons. Die gibt es ja auch immer noch. Und funktioniert ja an sich eigentlich auch immer ganz gut. Aber das hier klappt sogar noch besser. So, und jetzt haben wir erstmal ab. Können also erstmal wieder aufhören. Ja, bis hier ankommt, dauert ein bisschen. Aber wir haben damit eine Melonenfarm und eine Bambusfarm fertig. Finde ich schon mal gut. Was da noch hinkommt als letzte Farm, weiß ich noch nicht. Es gibt zwar noch welche, aber die will ich bisher nicht. Also finde ich bisher nicht so wichtig. Mal schauen, was wir da machen.
Auf jeden Fall machen wir beim nächsten Mal hier einfach noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.